Bevor wir uns mit dem Bayesischen Lernen allgemein auseinandersetzen und dann später, wie der Zusammenhang des Bayesischen Lernen zum probabilistischen Lernen, zum probabilistischen Retrieval-Modell ist, im Informational Retrieval, schauen wir uns zunächst, fangen wir im Prinzip ganz am Anfang an und schauen uns an, wie Wahrscheinlichkeit definiert ist, wie man mit Wahrscheinlichkeit mathematisch umgeht. Zur Einordnung, die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist Teil der Stochastik und die Stochastik ist Teil der Mathematik. Neben der Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt es noch die mathematische Statistik und daneben, das heißt neben der Mathematik, gibt es natürlich noch die Statistik. Die beiden werden häufig auch synonym genannt. Es gibt dort schon Unterschiede. Bei der Statistik kommen noch Bereiche hinzu. Die Inferenzstatistik und die mathematische Statistik sind im Prinzip von großen Überlappungen gegeben, daher hier auch in Übereinstimmung gebracht. Die Statistik bringt noch hinzu die deskriptive Statistik. Wir versuchen Daten zu beschreiben, mit Hilfe von Zahlen über die Verteilung zu erfassen. Die explorative Datenanalyse, das heißt, wir versuchen Muster in den Daten zu erkennen. Und an die explorative Datenanalyse schließt sich auch gleich ein Teilbereich des maschinellen Lernens an, des unüberwachten Lernens hier, Data Mining und insbesondere Dinge wie Mustererkennung, Clusteranalyse und ähnliches. Wir werden uns nicht mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Wir bleiben hier erst einmal bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung und anschließend bei einem Teil aus der mathematischen Statistik und werden uns insbesondere den Naive-Bayes-Klassifikator nochmal vergegenwärtigen. Zunächst ein paar Definitionen. Erste und grundlegende Definition, die man braucht, um sich die Wahrscheinlichkeitsrechnung noch einmal zu vergegenwärtigen, ist die Definition eines Zufallsexperiments oder einer Zufallsbeobachtung. Ein Zufallsexperiment hat drei Bestandteile: eine Konfiguration, die irgendeine Systembeschreibung ist, irgendein Experimentaufbau also, eine Prozedurbeschreibung, mit der man mit Hilfe der Konfiguration das Experiment durchführen kann, also einen Prozess in Gang setzen kann. Und dieser Prozess hat ein Ergebnis, ein Outcome. Und dieses Ergebnis hat die grundlegende Eigenschaft, dass aufgrund der Art und Weise, wie wir das Experiment konfiguriert haben und wie wir das durchführen, nicht vorhersehen können, was das Ergebnis sein wird. Die Konfiguration und die Prozedur sind klar und deterministisch. Man macht immer dasselbe, aber dennoch wissen wir nicht, wie sich das System verhalten wird und was das Endergebnis sein wird, nachdem die Prozedur durchgelaufen ist. Das einfache Beispiel hier natürlich der Coinflip oder auch der Würfelwurf oder andere hinlänglich bekannte Zufallsexperimente, mit denen man üblicherweise anfängt. Wenn es kein künstliches System ist, das wir betrachten, keine künstliche Konfiguration, sondern eine natürliche, dann sprechen wir von einem natürlichen Zufallsexperiment oder einer Zufallsbeobachtung in der Natur. Zufallsexperimente beziehungsweise der Zufall an den Zufallsexperimenten ist eine Zuschreibung, die wir diesem Aufbau machen. Diese Zuschreibung ist davon geprägt, dass wir etwas nicht wissen. Dass wir also über letztendlich Unwissenheit verfügen oder von Unwissenheit gestraft sind, nämlich über die kausale Kette, die den Ausgangszustand des Zufallsexperiments mit seinem Ergebnis verbindet. Wir nehmen an, es gibt diese kausale Kette, denn von den möglichen Ergebnissen erhalten wir immer eins. Und wenn wir nur mehr wüssten über das Zufallsexperiment und über die kausale Kette, dann könnten wir das Ergebnis vorhersagen. Deterministisch. Das heißt, je mehr wir wissen,
umso deterministischer wird ein Zufallsexperiment. Und es kann sein, dass wenn wir in Zukunft irgendein Wissen akquirieren oder gewinnen darüber, wie die Münze sich verhält, wenn ich sie flippe, dass es sich dabei dann nicht mehr um ein vernünftiges Zufallsexperiment nach dieser Konfiguration handelt, weil das Ergebnis vorhersagbar wird. Mehr Wissen hilft dabei, den Zufall zu verringern. Als nächste Definition schauen wir uns dann als grundlegend zwei Mengen an. Das ist die Ergebnismenge oder Ergebnisraum und die Ereignismenge oder Ereignisraum. Omega ist der Ergebnisraum und das ist im Prinzip die Menge aller möglichen Ergebnisse, die unser Zufallsexperiment erzeugen kann. Der Ereignisraum ist über Omega definiert und wir können jede Teilmenge von Ergebnissen zu einem Ereignis, hier A genannt, zusammenfassen und sagen, es handelt sich dabei um ein uns interessierendes Ereignis und der Ereignisraum ist dann im Prinzip die Menge aller möglichen Ereignisse, die wir über dem Ergebnisraum aufstellen können, nämlich die Potenzmenge des Ergebnisraums. Einfaches Beispiel, Würfelwurf, Ergebnisraum, Omega, bei einem sechsseitigen Würfel sind die Ergebnisse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir lassen pathologische Ergebnisse raus, wir gehen von einem sehr sauberen Experimentaufbau aus. Also pathologisch wäre, landet irgendwie auf einer Kante, verschwindet im Gulli oder irgendwie sowas. Ne? Das ist in der Realität passieren natürlich noch komische Sachen. Meteorit schlägt ein, der Würfelwurf wird nie beendet, solche Sachen. Ne? Ein Ereignis könnte jetzt sein, die Teilmenge aller geraden Augenzahlen, die wir sehen können. Wir können uns auch andere Experimentaufbauten vorstellen, die einen anderen Ergebnisraum und einen anderen, darin andere Ereignisse erzeugen. Hier, wir machen einen zweifachen Würfelwurf mit zwei Würfeln gleichzeitig und erhalten dadurch eine reihenfolgelose Menge von Ergebnissen hier als Teilmengen jeweils zusammengefasst. Also diese Teilmengen sind dann Ergebnisse hier. Und da es sich um Mengen handelt, das heißt die Reihenfolge, die Würfel ununterscheidbar sein sollen, wissen wir nicht, welcher welcher ist und auf diese Weise sehen wir keine Reihenfolge und ja, wir können jetzt hier ein bestimmtes Ergebnis herausgreifen und das zu einem Ereignis küren, das uns interessiert, eins oder mehrere, ganz nach Wunsch. Demgegenüber könnte ein anderes Experiment bedeuten, dass wir einen Würfel zweimal in Folge werfen und demzufolge eine Reihenfolgeinformation haben und erhalten damit dann einen anderen Ergebnisraum hier als Tupel von den beiden Folgen, erster Wurf, zweiter Wurf. Die Räume sind unterschiedlich groß, das kann man sich leicht klar machen. Wenn ich die Reihenfolgeinformation berücksichtige, habe ich 6x6 Möglichkeiten bei einem sechsseitigen Würfel. Wenn ich die Reihenfolgeinformation nicht berücksichtige, habe ich 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1 Möglichkeiten, 21. Und der wesentliche Unterschied ist, Reihenfolgeinformation, das ist jetzt ein Teil aus der Kombinatorik, den Sie auch schon mal gehört haben, nochmal zur Wiederholung. Der wesentliche Unterschied ist, dass dieses Ereignis hier im Prinzip dem hier in gewisser Hinsicht analog entspricht. Allerdings, da wir hier die Reihenfolge nicht berücksichtigen, haben wir nur ein Element und hier haben wir die Unterscheidung. Zuerst kommt die 1, dann die 2 oder umgekehrt. Als nächste Definition, das haben Sie, das sind noch ein paar grundlegende Ereignistypen, spezielle Ereignisse, Grenzereignisse könnte man auch sagen, die ersten beiden zumindest. Zum Beispiel das unmögliche Ereignis ist die leere Menge. Sie ist Teil der Potenzmenge, die man bildet über Omega.
Das sichere Ereignis ist Omega selbst, also das heißt das Ereignis, das alle Ergebnisse einschließt. Und wir können jetzt aus der Mengenlehre verschiedene Dinge uns herausgreifen, zum Beispiel das Gegenereignis zu einem Ereignis A ist einfach Omega abgezogen der Ergebnisse, die in A drin sind. Das Elementarereignis haben wir vorher im Beispiel gesehen, das nur aus einem Ergebnis besteht. Wir können Teilmengenbeziehungen verknüpfen, wir können Gleichheit von Ereignissen feststellen, indem wir die Teilmengenbeziehungen beidseits prüfen und feststellen, dass sie beidseitig ist. Wir können auch feststellen, dass zwei Ereignisse eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Entweder es tritt das eine oder das andere ein, sie teilen kein Ergebnis, das heißt, die Schnittmenge ist leer. Und wir nennen diese Ereignisse dann inkompatibel. Vielleicht nochmal zur Ausführung hier Punkt 5. Als Beispiel sehen wir hier ein Ergebnis oder ein Elementarereignis 2. Und das ist die Teilmenge von dem Ereignis alle geraden Augenzahlen. Wir sagen, dass im Englischen two entails even number rule. Entails kann man verschiedentlich nach dem Deutschen übersetzen. Die richtige Übersetzung wäre hier schließt ein oder führt zu, nicht enthält. Ich habe jetzt beide Worte in schneller Folge gesagt. Das heißt, in Ihrem Kopf sind jetzt beide Worte abgespeichert. Man wird dann später genau wie konvex und konkav diese Worte verwechseln, so wie es mir zumindest manchmal passiert. Demzufolge möchte ich Sie nur davor warnen, hier eine umgekehrte Beziehung zu sehen. Wir können es auch logisch nochmal klar sagen. Aus dem Ereignis 2 folgt das Ereignis gerade Zahl. Und das ist eine nicht unwichtige Beziehung. Wir kommen darauf gleich auch nochmal. Genau, wir haben einfach hier nur eine kleine Notiz zur Schreibweise. Komma oder das logische Und oder das Mengen-Und sind äquivalent zu verstehen als gemeinsame Ereignisse. Also das heißt A und B zusammengenommen als Schnittmengenereignis. Kommen wir nun zur entscheidenden Frage auf Basis dieser Definition. Was ist Wahrscheinlichkeit? Wie kann man die Natur der Wahrscheinlichkeit erfassen? In den letzten 300 Jahren gab es eine Reihe von Vorschlägen, 4 Stück an der Zahl, die sich weitgehend durchgesetzt haben in verschiedenen Bereichen und die auch verschiedene Anhänger haben, könnte man sagen, insbesondere die frequentistische Interpretation der Wahrscheinlichkeit versus die subjektivistische Interpretation der Wahrscheinlichkeit. Ich zeige Ihnen alle andeutungsweise hier, beziehungsweise auch letztendlich die ersten beiden vollständig und die anderen beiden dann später in der Folge. Die klassische Interpretation der Wahrscheinlichkeit, mit der angefangen wurde, bezog sich auf die Analyse von Glücksspielen. Glücksspiele sind sehr leicht zu definieren, sehr leicht zu verstehen und es handelt sich um Zufallsexperimente, wie wir sie vorher gesehen haben, die eine gewisse Symmetrie aufweisen. Ein faires Glücksspiel ist ein Glücksspiel, das nicht so konstruiert ist, dass die Bank immer gewinnt, sondern ein Glücksspiel, bei dem man wirklich eine Chance hat, eine reelle Chance zu gewinnen. Und es ist ganz einfach, die Wahrscheinlichkeiten in einer Glücksspielsituation zu messen, nämlich indem man einfach die Menge der günstigen Ereignisse, also der Ereignisse, die mich interessieren, ich gewinne, gegenüber allen, mit allen vergleicht und daraus den Quotienten bildet, also aus den jeweiligen Größen der Mengen. Das heißt hier die Größe von A geteilt durch die Größe von Omega. Wir machen hier eine scharfe Voraussetzung, damit das so gilt, nämlich dass alle Ergebnisse hier, na, ich will doch einfach nur markieren, na, das geht hier in dieser Ansicht nicht, dass alle Ergebnisse
gleich wahrscheinlich sind. Das heißt, jedes Ergebnis, das hier in Omega drin ist, kann mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Daher Symmetrie. Wenn ich 10 Ergebnisse habe maximal oder 6 wie beim Würfel, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ergebnis eintritt, 1/6 bzw. 1/10. Das ist eine scharfe Annahme, die man tätigen muss, und es ergeben sich daraus auch Probleme, dass ich diese Annahme schon in die Definition hineinschreiben kann. Können Sie sehen, was hier das Problem ist? Bei dieser Definition, bei der Art und Weise, wie ich Ihnen jetzt Wahrscheinlichkeit in diesem Fall erklärt habe, kann man so definieren. Die Einschränkungen sind klar, wir haben diese Symmetrie, das Zufallsexperiment ist so konstruiert, das Glücksspiel ist so konstruiert, die Bank hat 50% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, ich habe 50% Wahrscheinlichkeit zu gewinnen oder sowas in der Richtung. Oder jedes Ergebnis hat zumindest dieselbe Wahrscheinlichkeit. Das ist die Voraussetzung. Und was ist das Problem, das sich daraus ergibt? Auf einer eher, sag mal, philosophischen Ebene. Ich will ja definieren, was Wahrscheinlichkeit ist. Okay, ich will Sie nicht auf die Folter spannen. Das Problem ist, dass ich den Begriff der Wahrscheinlichkeit definiert habe, oder dass er hier definiert wurde von Laplace, unter Wiederverwendung des Begriffes Wahrscheinlichkeit. In einer qualifizierten Form, equiprobable, was immer das heißen mag, aber Wahrscheinlichkeit ist, wenn etwas Wahrscheinlichkeit hat. So könnte man es auch schreiben. Und das ist, oder eine bestimmte Art der Wahrscheinlichkeit. Und das ist schon ja, zirkulär. So funktioniert es nicht. So kann man nicht einen Begriff definieren. Hat trotzdem funktioniert eine ganze Weile. Man kann mit dieser Definition, mit diesem Symmetriegedanken, der hier zugrunde gelegt wird, diese Spiele problemlos analysieren und formal erfassen und dann auch Vorhersagen machen, wie sich die Spiele voraussichtlich verhalten oder wie wahrscheinlich man denn überhaupt gewinnen wird. Und das auch beobachten in der realen Welt. Das heißt, dieses Modell, das hier aufgestellt wird, hat einen Nutzen für eine bestimmte Situation. Aber nicht für alle Situationen, die denkbar sind. Und deswegen hat man sich noch etwas weiteres überlegt. Nämlich, ich sag mal, vielleicht eher eine empirische Herangehensweise, hier die frequentistische Herangehensweise. Sie basiert auf dem sogenannten Gesetz der großen Zahlen und wir nehmen jetzt wieder ein Zufallsexperiment an und tun mal so, als würden wir das unendlich oft ausführen können. Und jedes Mal sammeln wir die Ergebnisse, die herauskommen und stellen fest, wie häufig sie herauskommen. Und es ergeben sich dann, abhängig davon, wie häufig jedes Ergebnis kommt, im Quotienten durch die Zahl der Ausführungen, es ergibt sich eine Verteilung der Häufigkeiten der Ergebnisse, die jetzt hier angedeutet ist, und ein Erwartungswert. Das ist die häufigste Vorkommen meines Ergebnisses. Hört sich ganz gut an. So kann man Wahrscheinlichkeit auch erfassen. Und auch damit kommt man in anderen Situationen, bei denen man genau nicht exakt vorhersagen kann, aufgrund der Konstruktion des Zufallsexperiments, wie wahrscheinlich jedes Ergebnis ist, unter Idealbedingungen, trotzdem zu einem Resultat und kann ein Modell darauf konstruieren, das Beobachtungen in der realen Welt vorhersagbar macht. Das Problem ist hier, dass wenn ich sage, ich führe ein Zufallsexperiment unendlich oft durch, ich schon einen Widerspruch aufwerfe, denn das kann ich nicht. Wir gehen davon aus, oder es ist implizit die Annahme, oder beziehungsweise es wurde versucht auch,
das Ganze anzuknüpfen an die Infinitesimalrechnung in der Mathematik und insbesondere den Grenzwertbegriff, was aber misslungen ist. Denn in der Realität können wir ein Experimentaufbau nicht unendlich oft durchführen. Ein Naturexperiment läuft gegebenenfalls nur einmal ab. Und wir können trotzdem etwas darüber sagen, wie wahrscheinlich es denn gewesen sein mag. Machen wir auch ständig. Auch hier ein Ansatz. Man kam relativ weit, aber nicht weit genug. Man kann nicht alles vorhersagen. Irgendwann hat sich ein sehr schlauer Mathematiker mal hingesetzt, nach 250 Jahren, nachdem man mit diesen beiden Ansätzen doch sehr viel geschafft hat, und hat eine Reihe von Axiomen aufgestellt. Das Aufstellen von Axiomen soll die Wahrscheinlichkeit oder, ich sag mal, die Mathematik der Wahrscheinlichkeit erfassen, nicht erklären, was Wahrscheinlichkeit ist, sondern nur das Phänomen, das wir beobachten, dass etwas zufällig sei oder sich zufällig verhält, erfassbar machen und die Regeln, die wir durch Beobachtung gelernt haben. Axiomatisieren ist ganz leicht im Prinzip. Wir postulieren die Existenz einer Funktion in diesem Fall, der Funktion p, und wir beschreiben, was ihre Eigenschaften sind. Und nur durch diese Wünsche sozusagen, die wir an diese Funktion stellen, definieren wir, wie sich Wahrscheinlichkeit verhält, wie sich das Phänomen der Wahrscheinlichkeit verhält, und können dann mit Hilfe der mathematischen Deduktion alle Regeln und Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung beweisen. Auch das ist ein Modell. Es ist geboren aus Beobachtungen der realen Welt. Es ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Die Gesetze der Wahrscheinlichkeit, die Naturgesetze, könnte man sagen, die wurden vorher schon durch viele, viele Beobachtungen herausgefunden und durch die Versuche der klassischen Definition, der Laplace-Definition oder der frequentistischen Definition. Und ja, die Axiome, da werden wir gleich ansetzen, wenn wir dann ein paar Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeit verstehen wollen. Hier dann nochmal ausgesprochen, was ich gerade gesagt habe. Demgegenüber, mehr oder weniger parallel, ist auch noch ein weiterer Versuch entstanden, der sich dann unter dem Rubrum subjektivistisch einsortieren lässt oder bayesianisch oder prognostisch. Hier soll insbesondere erfasst sein, was wir wissen und was wir nicht wissen. Und die Beobachtung, dass sich die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis quasi ändert, wenn wir mehr wissen über das Ereignis oder über das Entstehen des Ereignisses. Die grundlegende Formel, die das erfasst, ist der Satz von Bayes, der hier schon mal vorab geschrieben steht und bei dem wir sagen, dass wir die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Hypothese H, gegeben Daten D, gegeben, dass ein anderes Ereignis, das Daten erzeugt hat, die wir mit D bezeichnen, vorher eingetreten ist, sich wie folgt berechnen lässt, nämlich durch den Quotienten aus der Wahrscheinlichkeit, dass unter dieser Vermutung die Daten erzeugt wurden, multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit für diese Vermutung, dass diese Vermutung generell zutrifft, und das Ganze normalisiert mit der Wahrscheinlichkeit für die Daten selbst. Das ist einfach nur ein Zusammenhang, der hier aufgespannt wird, aber das Spannende hieran ist, dass wir eine Aussage darüber treffen, wie wahrscheinlich eine Vermutung ist, nur aus Vorwissen, das wir gesammelt haben, Daten und Beobachtungen.
das ist jetzt hier nochmal angedeutet. Wir nennen das Vorwissen, das wir in Form von Daten zur Verfügung haben, die Likelihood und insbesondere die Likelihood für das Auftreten der Daten gegeben, das Zutreffen der Vermutung. Und wenn wir wissen, wie häufig eine Vermutung zutrifft, durch Beobachtungen einer großen Population zum Beispiel, sprechen wir von einem Prior. Wie wahrscheinlich ist es, dass etwas eintritt? Ich kann Ihnen das an einem Beispiel deutlicher machen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen die Straße entlang und Sie sehen ein Auto, das eine Beschädigung auf der Motorhaube hat. Sie könnten eine Vermutung anstellen, wie es zu dieser Beschädigung kam. Eine Vermutung könnte sein, es ist ein Meteorit eingeschlagen. Ich habe latent ein bisschen Gelächter vernommen. Das liegt daran, dass Sie schon diese Formel angewendet haben. Und zwar haben Sie die Wahrscheinlichkeit zugrunde gelegt. Einerseits, wie wahrscheinlich ist das Auto kaputt, wenn ein Meteorit einschlägt, hat einen Schaden an der Motorhaube? Wahrscheinlich 1, garantiert. Wir wissen alle, wie Meteoriten sich verhalten, wenn sie vom Himmel fallen. Und dann haben Sie aber das Ganze noch multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Meteorit irgendwo zufällig gerade eingeschlagen ist, kurz bevor Sie dahergegangen sind. Und wie wir alle wissen, schlagen nicht ständig um uns herum irgendwo Meteoriten ein. Die Wahrscheinlichkeit ist dramatisch gering. Und dann natürlich noch, ist der Meteorit klein genug, dass das Auto nicht die ganze Straße zerstört ist und was nicht alles. Wir denken in diesen Konzepten tagtäglich und treffen unsere Entscheidungen ununterbrochen so. Und wir müssen jetzt über diese Wahrscheinlichkeit auch gar nichts mehr wissen, denn die Vermutung hängt gar nicht davon ab. Das heißt, wenn wir diese Wahrscheinlichkeit einschätzen wollen, können wir eine Proportionalität annehmen zu dieser Multiplikation. Das ist dann zwar keine echte Wahrscheinlichkeit mehr, die dann herauskommt, aber gut genug. Gut genug, um alternative Vermutungen gegenüberzustellen. Denn eine realistischere Vermutung könnte sein, ist ein Hagelkorn eingeschlagen. Hageln tut es öfter. Oder ist jemand draufgelatscht oder was auch immer. Genau. Alles, was ich gesagt habe, steht hier im Übrigen auch nochmal sehr intensiv erklärt zum Nachlesen auf diesen Bemerkungsfolien hier. Vielleicht noch dieses kleine Ding hier. Sie mögen sich jetzt fragen, ja, was ist denn jetzt Wahrscheinlichkeit? Die Antwort ist, keiner weiß es. Wahrscheinlichkeit könnte man so zusammenfassen, dass es sich dabei um eine Eigenschaft eines Systems handelt, das Sie betrachten. Und man könnte weiterhin sagen, je mehr Sie über das System wissen, umso klarer können Sie einschätzen, wie der Outcome ist, auch wenn Sie vielleicht noch nicht genug wissen, um das Ergebnis perfekt vorhersagen zu können. Wenn Sie eine jahrzehntelange Ausbildung genossen haben als Analyst für Aktienkurse oder es sich selbst beigebracht haben mit viel Erfahrungswissen, autodidaktisch, dann werden Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einen höheren Erfolg haben, damit Geld zu verdienen, als jemand, der das zum ersten Mal macht, weil Sie mehr wissen darüber, wie sich die Welt verhält und sich gegebenenfalls auch die Informationen über die Unternehmen beschaffen, die Sie dazu befähigen, Anstiege oder Fallen von Aktienkursen vorherzusagen. Auch wenn das dann nicht immer richtig ist. In der Statistiktheorie und der mathematischen Forschung gibt es
getrennte Lager, und das sind insbesondere die Frequentisten und die Subjektivisten, und das hat sich dann doch als recht interessant zu beobachten für Außenstehende herausgestellt, dass die sich nicht immer grün waren und sind, und dass es im Prinzip ganz unterschiedliche Ansätze dafür gibt, was denn Wahrscheinlichkeit wirklich sein soll, und natürlich es gibt auch viele weitere Theorien darüber hinaus, wo denn die Wahrscheinlichkeit ist. Deswegen kommen wir zurück zum Axiomatischen. Dann gehen wir jetzt hier hin. Deswegen kommen wir zurück zum Axiomatischen, denn mit dem axiomatischen Wahrscheinlichkeitsbegriff können wir uns der Frage, was Wahrscheinlichkeit ist, vollkommen entledigen. Die große und wichtige und, ja, man kann auch sagen, durchaus beeindruckende Erkenntnis von Kolmogorov war hier 1933, dass alle bisher bekannten Gesetze der Wahrscheinlichkeit, das heißt aus Beobachtungen geborenen frequentistischen, subjektivistischen oder klassischen Wahrscheinlichkeiten und darauf aufbauender Gesetze, die formal oder empirisch hergeleitet wurden, dass sie sich alle herleiten lassen, mathematisch, deduktiv, aus nur drei Regeln. Und das sind die Axiome, die Sie hier sehen. Die Axiome von Kolmogorov. Und um es komplett zu machen, hier, wir haben gegeben einen Ergebnisraum, wir haben einen Ereignisraum über dem Ergebnisraum gegeben als Potenzmenge, und wir postulieren die Existenz einer Funktion, die alle Ereignisse aus dem Ereignisraum auf irgendeine reelle Zahl abbildet. Und jetzt sehen wir hier ein Ereignis A und sagen über die Wahrscheinlichkeit von A, die mit dieser Funktion gemessen wird, Folgendes aus. Diese Funktion sei ein Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn sie folgende Eigenschaften erfüllt, nämlich erstens, dass die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis größer oder gleich 0 ist. Positiv also, eine positive Zahl. Wir sagen außerdem, dass die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis Omega, das heißt das sichere Ereignis, wie wir vorhin gesehen haben, 1 ist. Und als drittes, dass wenn zwei Ereignisse A und B inkompatibel sind, das bedeutet kein Ergebnis teilen, das heißt ihre Schnittmenge ist leer, wenn das so ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A oder B, das heißt entweder das eine oder das andere oder beide Ereignisse, einfach nur die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten. Es handelt sich um eine Implikation. Das Wichtige und Entscheidende an diesen Eigenschaften ist, dass es sich dabei nicht um, nun ja, Naturgesetze oder sonst irgendwas handelt, sondern es handelt sich um Forderungen, die wir stellen. Jede Funktion auf Basis zweier Mengen, Omega und Potenzmenge von Omega, oder seien sie auch benannt, wie auch immer. Sie können sie auch anders nennen, das ist egal. Jede Funktion, die über solchen zwei Mengen konstruiert sind, die so wie hier definiert auftreten und die diese Eigenschaften hat, ist ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Per Definition. Weil wir diese Forderung aufgestellt haben. In der Axiomatisierung, in der axiomatischen Mathematik, kann ich jede Forderung aufstellen, die ich möchte. Ich habe absolute Freiheit, Forderungen aufzustellen. Ich kann jedes mathematische Konstrukt irgendwie fordern, das mir lieb ist. Mehr oder weniger jedes, muss irgendwie natürlich widerspruchsfrei sein, aber das ist ein anderes Thema. Ich kann also so viele Forderungen aufstellen, wie ich will. Wenn ich hier eine Forderung hinzufüge, dann habe ich aber kein Wahrscheinlichkeitsmaß mehr nach Kolmogorov. Wenn ich eine Forderung weglasse und die Funktion P sie nicht erfüllt, die ich jetzt aufstelle, dann habe ich auch kein Wahrscheinlichkeitsmaß. Nur wenn eine Funktion alle drei Forderungen erfüllt,
ist es ein Wahrscheinlichkeitsmaß. Gegeben, es gibt einen Ergebnisraum und gegeben, es gibt eine Potenzmenge, die man als Ereignisraum bezeichnen könnte. Insbesondere ist die dritte Forderung keine Folgerung. Das hier ist keine Folgerung der Voraussetzung, sondern es ist eine Forderung. Der Unterschied ist entscheidend, denn ich kann jetzt keinen Beweis führen, der das hier richtig oder falsch macht. Nur wenn das der Fall ist, kann ich aber für jede Funktion nachweisen, dass es sich dabei um ein Wahrscheinlichkeitsmaß handelt. Oder, und das ist das Entscheidende an diesen drei Regeln hier, aus diesen Axiomen kann ich sämtliche Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung deduktiv herleiten. Das heißt, durch reine Syntaxmanipulation, durch reine Logik. Und das ist die große Leistung von Kolmogorow, dass er, ohne auch nur ein Wort darüber zu lehren, was Wahrscheinlichkeit eigentlich sein soll, es geschafft hat, das ganze Wissen, das man über Wahrscheinlichkeit formal angehäuft hat, über den 250 Jahren vorher, erfassbar und beweisbar zu machen. Und letztendlich hat er auch gezeigt, dass man auf Basis dieser Sachen dann noch ganz andere Sachen beweisen konnte. Und es hat sich bis jetzt kein Zufallsexperiment gefunden, das diesen Regeln widersprochen hätte. Das heißt, es handelt sich um ein sehr tragfähiges Modell, das hier aufgestellt wird. Und die Mathematiker sind, denke ich, sehr glücklich damit, dass das möglich war. Das ist jetzt hier eine vervollständiges Begriff. Es gibt dann noch einen Wahrscheinlichkeitsraum, der dann aus dem entweder Zweituppel Omega und dem Wahrscheinlichkeitsmaß P besteht oder aus dem Dreituppel Omega, Potenzmenge von Omega und dem Wahrscheinlichkeitsmaß, aber das ist dann nur eine kleine Begrifflichkeit. Das bedeutet also, die Axiome erlauben es uns, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, obwohl wir gar nicht wissen, was das ist. Und trotzdem halbwegs valide Vorhersagen über die Zukunft machen zu können. Es gibt dann noch eine Reihe von Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Und das ist dann, die sind dann hier nochmal aufgelistet, die Wahrscheinlichkeit für A und die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis von A ist 1, das sichere Ereignis, denn wenn man es zusammennimmt, muss das so sein. Kann man direkt von den Axiomen herleiten. Die Beweise, die man hier führen kann, sind nicht sehr schwer. Die Wahrscheinlichkeit für das unmögliche Ereignis ist 0. Es gibt ein Monotonitätsgesetz für Wahrscheinlichkeiten, wenn A eine Teilmengenbeziehung zu B aufweist, dann folgt daraus, das heißt deduktiv, dass die Wahrscheinlichkeit von A kleiner oder gleich der von B sein muss. Es gibt eine Summenregel für das vereinigte Ereignis A oder B. Es ist gleich A, die Wahrscheinlichkeit für A plus die Wahrscheinlichkeit für B minus die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis A und B, weil das muss ich hier machen, damit ich es nicht doppelt zähle. Vorausgesetzt, diese Wahrscheinlichkeiten hier sind unabhängig. Das bedeutet, insbesondere haben wir hier den verallgemeinerten Fall des dritten Axioms für nicht nur inkompatible Ereignisse. Und ansonsten, wenn wir eine Reihe von inkompatiblen Ereignissen haben, A1 bis AK, dann gilt, dass das gemeinsame Ereignis, die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis einfach die Summe der Einzelwahrscheinlichkeiten ist. All das und noch viel mehr kann man aus den Kolmogorow-Axiomen herleiten. Genau, so. Damit kämen wir zum nächsten, aber gibt es vielleicht noch Fragen bis hierhin? Irgendwas, was ich vielleicht nochmal erklären sollte oder war wahrscheinlich alles schon sehr hinlänglich bekannt. Okay, gut.
Dann brauchen wir jetzt noch einen weiteren Baustein und das ist die abhängige Wahrscheinlichkeit. Hier wird es dann nicht notwendigerweise formal komplizierter, aber man muss noch ein bisschen mehr im Kopf behalten und auf Basis der vorstehenden Begriffe vielleicht noch ein paar Klimmzüge machen, um das Ganze nachzuvollziehen. Ohne den abhängigen Wahrscheinlichkeit, den Begriff der abhängigen Wahrscheinlichkeit können wir den Bayes Classifier nicht verstehen. Nächste Definition. Was ist die abhängige Wahrscheinlichkeit? Wir stellen eine neue Art von Ereignis auf. Das ist A gegeben B. Das Ereignis, die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis von A gegeben, dass das Ereignis B schon eingetreten ist, wäre dann definiert als der Quotient aus die Wahrscheinlichkeit der Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Ereignisses A und B geteilt durch der Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von B. Vorausgesetzt, dass B eine Wahrscheinlichkeit von größer 0 hat. Hier nochmal hervorgehoben, eine abhängige Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A gegeben Ereignis B. Und das wird ausgedrückt hier durch das Pipe. Das Ganze kann man grafisch ganz anschaulich darstellen, was das bedeuten soll. Sie sehen jetzt hier in der grafischen Darstellung unseren Ergebnisraum einfach mal als Quadrat dargestellt. Hier drin sollen alle Ergebnisse sein. Also das heißt, jeder Punkt hier in der Fläche soll für ein Ergebnis stehen. Insbesondere ist dann das Ereignis A, das wir jetzt hier einfach mal annehmen, dass es existiert und von dem wir annehmen, dass es bedeuten soll, die Straße ist nass, entspricht dann diesem abhängigen Ereignis hier. A gegeben Omega. Und der Zusammenhang wird gleich klar, wenn ich jetzt noch das Ereignis B hinzufüge, es regnet und anschließend das gemeinsame Ereignis A und B, es regnet, die Straße ist nass und es regnet. Und all das sind Wahrscheinlichkeiten, die ich direkt gegen Omega ausrechnen kann und wo Sie hier sehen, diese Zusammenhänge hier von den abhängigen Wahrscheinlichkeiten. Wenn ich das Ganze durch B teile, dann erhalte ich eine andere Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A, die Straße ist nass, wenn es regnet. Wir sehen den kleinen sprachlichen Unterschied zwischen und wenn. Und was ich hier im Prinzip gemacht habe, ich habe Omega verschwinden lassen, ich habe Omega ausgetauscht durch B, nur dadurch, dass ich durch B geteilt habe. Das ist eine Normalisierung, die ich vorgenommen habe. Oder um es anders auszudrücken, ich habe Wissen ausgenutzt. Wenn ich weiß, dass es regnet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Straße nass ist, bedeutend höher, als wenn ich nicht weiß, ob es regnet oder nicht. Es gibt natürlich auch Situationen, wo die Straße trotz Regens nicht nass ist. Stellen Sie sich eine Wüste Sahara vor, wo es regnen kann und der Regen nie auf der Erde ankommt, zum Beispiel. Oder da regnet es, da nicht, solche Sachen. Genau, also das ist eine fundamentale Aktion, die ich hier durchgeführt habe. Ich habe Wissen ausgenutzt und dadurch hat sich nicht nur meine empfundene Wahrscheinlichkeit, aber letztendlich führt es zum subjektivistischen Begriff, denn das Wissen habe ich, wenn jemand nicht aus dem Fenster geschaut hat, den Wetterbericht nicht gelesen hat und einfach nur feststellt, dass die Straße nass ist, wird man nicht auf die Idee kommen, die Wahrscheinlichkeit dafür als besonders hoch einzuschätzen. Oder man wird von vornherein dann, wie wir es eben auch getan haben, subjektivistisch annehmen, ja, wahrscheinlich hat es geregnet. Ja. Aber wir wissen es halt nicht. Ja. Mithilfe dieses Gesetzes können wir jetzt schon den Satz von Bayes, den wir eben gesehen haben, auf den zwei, drei Folien vorher, schon herleiten. Durch einfaches Umstellen der Formel hier erhalten wir diesen Zusammenhang hier. Das gemeinsame Ereignis A und B entspricht, die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis A und B entspricht der Wahrscheinlichkeit von B multipliziert mit der abhängigen Wahrscheinlichkeit A gegeben B. Und
da im Prinzip diese Mengenoperation kommutativ ist, a und b ist gleich b und a, ist die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis b und a entsprechend so umstellbar. Und durch diese Kommutativität hier können wir hier das Ganze, können wir diese beiden Formeln im Prinzip einfach gleichsetzen und nach p von a gegeben b auflösen und erhalten dann hier hinten den einfachen Satz von Bayes. Es gibt noch ein paar Details zu Gegenereignissen, die man sich klar machen muss, insbesondere, dass wir sagen dürfen, dass die Wahrscheinlichkeit für das Gegenereignis von A gegeben B 1 minus die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis von A gegeben B ist. Was wir allerdings nicht sagen dürfen, ist, dass die Wahrscheinlichkeit von A gegeben nicht B gleich 1 minus der Wahrscheinlichkeit von A gegeben B ist. Da funktioniert die Gegenereignisse nicht. Als einfaches Beispiel sehen wir hier, wenn ich die Wahrscheinlichkeit weiß, dafür, dass es die Straße nass ist, wenn es regnet, mit 0,9, habe ich keinerlei Informationen darüber, wie die Straße sich verhält, wie die Nässe der Straße ist, wenn es nicht regnet. Denn, ich habe nochmal zurück auf die Grafik, ich habe ja meinen Bezugsrahmen hier dramatisch eingeschränkt. Weiß nichts hierüber. Genau, so, noch ein paar weitere Anmerkungen, aber da gehen wir jetzt nicht drauf rein. Zuletzt brauchen wir noch einen weiteren Baustein. Das ist eigentlich sehr einfach, klingt vom Namen her ein bisschen komisch, aber den Satz der totalen Wahrscheinlichkeit. Der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit sagt einfach, in Anführungszeichen, nur aus, dass ich für jedes Ereignis B unter Kenntnis eines anderen Ereignisses A, in das ich den Ergebnisraum zerlegt habe, die Wahrscheinlichkeit bestimmen kann. Und zwar über diesen Zusammenhang hier, die Wahrscheinlichkeit für B ist gleich die Summe der der Multiplikationen der Wahrscheinlichkeiten für AI multipliziert mit der abhängigen Wahrscheinlichkeit B gegeben AI für die Zerlegung der Ergebnismenge in inkompatible Ereignisse 1 bis AK. Das kann man so nicht verstehen. Um das zu verstehen, nochmal die Grafik. Hier sehen wir nochmal Omega und hier eine Aufteilung von Omega in inkompatible Ereignisse A1 bis AK. Das muss nicht so ein schönes Karree sein, das ist einfach nur der Anschaulichkeit halber. Das kann irgendwie aufgeteilt sein, ganz nach Wunsch. So wie wir etwas über die Realität sagen können. Wir können ja die Realität zerlegen in viele kleine Brocken, die uns leicht fallen zu erfassen. Hier nochmal ein bisschen feingranularer. Und wenn ich jetzt irgendein Ereignis B hier ansetze, hier, dann kann ich die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis, das ein bisschen komplizierter strukturiert ist als Ellipse, ausrechnen nur über Kenntnis dieser Einzelwahrscheinlichkeiten. Und zwar sehen wir dann hier, dass entweder eins der Einzelereignisse hier drin liegt, entweder es liegt oder es liegt draußen oder es liegt genau irgendwie auf dem Rand und wird teilweise eingeschlossen. Das heißt, diese Ereignisse hier sind die Ereignisse, die in der Summe einen Unterschied machen. Diese Ereignisse hier sorgen dafür, dass dieser Term null wird. Und hier benötigen wir dann eine nicht-triviale Wahrscheinlichkeit, weil ansonsten ja einfach eine 1 steht. Das Ganze kann man dann auch zeigen. Das sind nur wenige Schritte hier. Die Wahrscheinlichkeit von B ist im Prinzip, das ist jetzt der kleine Kunstgriff, die Wahrscheinlichkeit von Omega und B, das gemeinsame Ereignis Omega und B, wenn ich die Intersection der beiden bilde, also die Schnittmenge der beiden Mengen bilde, dann erhalte ich B. Jetzt kann ich hier die Forderungen einfügen von hier oben, indem ich sage, ich habe den Raum Omega aufgeteilt in A1 bis AK inkompatible Ereignisse
Und das Ganze kann ich dann jetzt durch die Inkompatibilität so umformen hier. Das heißt, ich ziehe einfach das B in die Klammer hinein und anschließend kann ich dann hier die Unabhängigkeit bzw. die Inkompatibilität ausnutzen. Ich habe ein Axiom von vorher ausgenutzt und jetzt bilde einfach die Summe hier raus. Das Ganze lässt sich dann entsprechend wieder umformen und schon habe ich die Forderung von hier oben. Letzter Baustein, statistische Unabhängigkeit. Zwei Ereignisse. Zwei Ereignisse heißen statistisch unabhängig, wenn... letzter Baustein, statistische Unabhängigkeit, zwei Ereignisse. Zwei Ereignisse heißen statistisch unabhängig, wenn das gemeinsame Ereignis, die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis A und B gleich der Multiplikation der Wahrscheinlichkeiten der einzelnen Ereignisse ist. Auch hier handelt es sich wieder um eine Forderung, die wir aufstellen. Wir sprechen nicht von Unabhängigkeit, sondern von statistischer Unabhängigkeit, denn wir befinden uns hier in der durch die Axiome von Kolmogorov aufgestellten Modellwelt. Und in dieser Modellwelt kann diese Regel zwar zutreffen, wenn auch in der Realität keine Unabhängigkeit zutrifft. Es kann ja sein, dass zwei Ereignisse A und B zufälligerweise, wenn man sie von ihrer Wahrscheinlichkeit her multipliziert, denselben Zahlenwert ergeben wie die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis, sie aber trotzdem nicht unabhängig voneinander auftreten in der Realität. Aus statistischer Sicht macht das aber keinen Unterschied. Deswegen statistische Unabhängigkeit. Wenn zwei Ereignisse statistisch unabhängig sind, dann gelten folgende Eigenschaften, vorausgesetzt die Wahrscheinlichkeit für B ist zwischen 0 und 1, nämlich die Wahrscheinlichkeit für das gemeinsame Ereignis, wie hier oben zu sehen, entspricht dieser Multiplikationsregel. Die Wahrscheinlichkeit für das abhängige Ereignis A gegeben B können wir jetzt dann doch so festlegen. Die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis entspricht der Wahrscheinlichkeit für das Ereignis A gegeben nicht B. Hier gilt die Regel, die vorher galt, nun doch, aber nur in diesem Fall. Und die Wahrscheinlichkeit, und das ist das Wichtigste mit, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist die Wahrscheinlichkeit für A. Das Ganze können wir uns auch nochmal grafisch vergegenwärtigen, und zwar hier an zwei unabhängigen Ereignissen. Hier sehen wir ein Ereignis A und hier sehen wir ein Ereignis B zusätzlich. Und die Konstruktion, die grafische Konstruktion dieser beiden Ereignisse in diesem Ergebnisraum sorgt für die Unabhängigkeit. Wann immer Sie zwei orthogonale Linien ziehen in einem solchen Raum, in einem solchen rechteckigen Raum, erzeugen Sie unabhängige Ereignisse. Garantiert. Das heißt, wir führen jetzt hier quasi so eine Art grafischen Beweis durch. Hier sehen wir dann die gemeinsame Wahrscheinlichkeit für A und B bezüglich Omega. Hier sehen wir die Einzelwahrscheinlichkeiten. Und wenn wir jetzt hier hinschauen, dann sehen wir die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B und umgekehrt die für A gegeben nicht B. Und Sie sehen, wenn ich das hier sozusagen, dieses Rechteck, als meinen Normalisierungsfaktor verwende für die abhängige Wahrscheinlichkeit oder dieses, ist das Verhältnis dieser beiden, der schraffierten zur weißen Fläche jeweils, gleich. Und demzufolge gilt das. Hier dasselbe nochmal, die Wahrscheinlichkeit für A gegeben B ist die Wahrscheinlichkeit für A. Auch da, die Verhältnisse sind gleich, von schraffiert oder farbig zu weiß. Und auf diese Weise kann ich sehr gut mir die statistische Unabhängigkeit nochmal klar machen, beziehungsweise auch hier in diesem Fall beweisen. Natürlich kann es auch deutlich kompliziertere Situationen geben, wo trotzdem statistische Unabhängigkeit vorliegt. Das heißt, man muss diese Regel letztendlich prüfen, ob die Forderung zutrifft. Das kann man zum Beispiel empirisch tun.
Hier ist das Ganze jetzt nochmal, da gehe ich nicht nur so intensiv mal drauf ein, hier ist das Ganze nochmal verallgemeinert auf nicht nur zwei Ereignisse, sondern K-Ereignisse. Das ist im Prinzip kanonisch. Müssen wir nicht noch weiter besprechen. Gibt es Fragen bis hierhin?